Hallo ihr Lieben, Lutaja hier und willkommen zurück zu einem neuen Nail Art Video von mir. Heute in der Basisfarbe Schwarz zusammen mit einem Farbverlauf mit dem Julifin Galaxy Hologramm Glitter. Wie immer beginnen wir mit frisch manikürten und entfetteten Fingernägeln. Falls ihr noch nicht wisst, wie das alles geht, schaut doch bitte mein Tutorial Video für Anfänger, da erkläre ich alles ganz genau. Heute verwende ich den schwarzen Shellac von Julifin, das Galaxy Hologramm Glitter von Julifin und den Base und Top Coat von CND. Als erstes trage ich eine dünne Schicht Base Coat auf alle meine Nägel auf. Ist der Lack aufgetragen, kommt die Hand für 30 Sekunden unter UV-Licht. Im nächsten Schritt nehme ich mir den schwarzen Shellac und trage diesen auch dünn auf meine Nägel auf. Solltet ihr ihn versehentlich etwas zu dick auftragen, kann es sein, dass es einfach nur sehr warm wird unter der UV-Lampe. Habt ihr die Farbschicht aufgetragen, kommt diese auch für 30 Sekunden unter die UV-Lampe. Da die Deckkraft des Schwarz nicht ganz so hoch ist, braucht es auf jeden Fall eine zweite Schicht. Seid ihr fertig mit dem Auftragen der zweiten Schicht, kommt diese auch wieder für 30 Sekunden unter die UV-Lampe. Jetzt kommen wir zum spannenden Teil, nämlich den Glitzer aufzutragen. Dafür verwende ich ein Schwämmchen. Den habe ich auch bei Julifin gekauft. Den drücke ich sanft in den Glitzer, dann sieht man auch schon, dass er so ein bisschen dran anhaftet. Und diesen Glitzer drücke ich dann auf den Nagel, auf den ersten Drittel ungefähr. Ich versuche nicht so weit nach hinten zu gehen, weil ansonsten ist die Deckkraft zu hoch. Ich benutze den Schwamm quasi wie ein Stempel. Ich schaue immer wieder auf den Schwamm, wie viel Glitzer da noch drauf ist. Dadurch, dass ich jetzt schon die ersten Nägel bearbeitet habe mit dem vorderen Drittel, ist weniger Glitzer auf dem Schwamm. Und darum gehe ich jetzt weiter nach hinten, dass dort auch ein bisschen Glitzer ist. Und um es mir einfacher zu machen, habe ich den heruntergefallenen Glitzer von dem Taschentuch aufgenommen. Dadurch habe ich automatisch weniger und es ist einfacher, einen Farbverlauf zu bilden. Das mache ich dann bei allen Nägeln, bis mir das Design, so wie es ist, gefällt. Der Glitzer hält uns so gut, weil der Lack eine Schwitzschicht hat, die sehr, sehr klebrig ist. Beim Daumennagel sieht man das besonders gut. Ich nehme den Glitzer auf, klopfe etwas ab und trage auf dem ersten Drittel des Nagels den Glitter komplett dicht auf. Versuche ein bisschen davon zu verlieren auf dem Taschentuch, damit ich weiter nach hinten stempeln kann. Und keine Sorge, falls der Lack etwas matt wird dadurch, weil ja die Klebeschicht immer wieder gestempelt wird, das wird alles wieder aufgehoben, dadurch, dass wir gleich wieder den Überlack auftragen werden. Jetzt kann man schon langsam das fertige Nail-Design erahnen und ich muss sagen, ich bin total verrückt nach diesem Glitzer. Dieses Holo
Galaxy Glitter, es sieht total schön aus. Nach dem Auftragen hat man auch oft neben den Nägeln Glitzerteilchen, Partikel. Wenn man das jetzt in einem Nagelstudio machen würde, würde man einen Fächerpinsel nehmen. Ich nehme einen einfachen Malerpinsel von meinem Bastelset und muss sagen, der reicht völlig aus, um die Partikel abzustreifen. Das mache ich wieder mit allen Fingern und am Ende gehe ich auch nochmal über die Nagelspitze, um zu vermeiden, dass mir, wenn ich fertig bin, da so grobe Glitzerpartikel abstehen. Das stört nämlich sonst sehr. Sollten sich jetzt nochmal Partikel gelöst haben, drücke ich diese nochmal mit dem Schwämmchen fest. Als letzter Schritt kommt jetzt der Topcoat. Damit ich mir den nicht mit Glitzer versaue, verwende ich eine Plastikplatte aus dem Bastelladen. Ich glaube, man könnte auch Alufolie nehmen. Verwende einen extra Pinsel dafür, den kann ich hinterher auswaschen. Und den Topcoat mache ich tröpfchenweise, also ich mache zwei dicke Tropfen pro Handseite auf die Plastikplatte. Mit dem Pinsel nehme ich jetzt den Topcoat auf und verteile ihn auf meinem Nagel, als würde ich ganz normal die Flasche benutzen. Nach dem Auftragen vom Topcoat kommt die Hand nochmal für 60 Sekunden in die UV-Lampe. Jetzt sieht man schon, was für ein funkelndes und glänzendes Ergebnis man hat. Ich kann mich da wirklich nicht dran satt sehen, einfach so schön. Da der CND Topcoat eine Schwitzschicht hat, muss ich diese entfernen. Dafür nehme ich den Entferner von Jolifin, der in meinem Set dabei war. Und wie ihr auf dem Pad erkennen könnt, es hält alles bombenfest. Der Glitzer ist auf dem Nagel und geht nicht ab. Um die Nägel und die Nagelhaut von den Strapazen etwas zu erholen und zu pflegen, trage ich noch mein Nagelöl auf mit dem Duft Orange und es riecht so, so, so gut. Und das war's auch schon. So habt ihr für die nächsten 3 Wochen wunderschöne Glitzernägel. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst doch bitte einen Daumen hoch da
und abonniert doch gerne den Kanal. Bis dann!